Und willkommen zurück zum Piratenmann. Okay, Schloss zu holen. Ich überlege gerade, ob ich da vorne einfach durchrenne. Das sind jetzt noch 1000 Gegner. Weißt du, das läuft einfach durch. So läuft es. Das lassen wir runter. Na, jetzt kümmern wir uns hier drum. Er ruft Verstärkung, ich rufe Verstärkung, wir alle rufen Verstärkung. So. Wir müssen erstmal einen Ritter loswerden. Sehr gut. Sobald der zweite stirbt, geht er sofort in die zweite Phase, ne? Da kommen dann. Kommt dann mir alles das. Ach, ich dachte, macht das einen Buff. Für seinen Ritterkumpel. Ja, das. War jetzt so nicht ganz angedacht. Kann mein Rad nochmal den Ritter ablenken? Wäre ganz cool. Oh, jetzt bricht er zusammen. Moment. Dude, Schaden. Anderer Schaden. So, jetzt verschwindet sein erster und zweiten Phase. Mal gucken, ob ich das ausweiche. Ich krieg das in der Regel in die Fresse. Nerviger Scheiße. Okay, noch einmal. Wie gesagt, ich geh's in die Regel in die Fresse. Ah, okay. Ich hab sein Moveset nicht mehr ganz drauf. Jetzt macht er. Doch, der macht da was. Heulen, heulen. Okay. Weiche ich diesmal aus? Ja, ich sollte ihn einmal reinhauen, vielleicht. Was hat der eigentlich eine Klinge an seinem Bein? Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn! Erster Versuch. Ich bin zu oft an den gestorben. Ich hab's eine Prothese bekommen. Moment, hab ich denn auch so ein Bein dran oder wie ist das? Was ist das ja für eine. Kennt ihr euer. Haltreihenfolge? Ich hab's am Arm. Eine Faustwaffe ist das. Achso, schon eine zweite dabei dann. Yeah. Wollte ich schon immer haben. Ah, dazu bei meinem ersten Run, ne? Habe ich ja mit Einhandschwert gespielt. Teilweise mit Schild, mal mit Zweien. Bis zu den Gegner hier. Und hier habe ich dann zwei Großschwerter genommen. Einfach, man kriegt die Ritter vielleicht schon tot dann. Und mit dem Sprungangriff ist es so stark. Ich will gucken hier auch mal. Ah, ich bin froh, dass ich hatte schon ein bisschen Angst vor dem Kampf, muss ich schon zugeben. Wie habe ich schon mal Ruhen? 2-10er sollten reichen, also. Das schien gleich mein erstes Versuch geschafft, das war richtig gut. Ich habe eigentlich erst mit ein paar Versuchen gerechnet, also. Dachte, das wird eine Weile dauern. Jo, 150 Leben, ne, das ist geil. Das nächste hat schon mal Stärke gemacht, wahrscheinlich. Dann vielleicht mal Kondition. Und dann wieder Arcana-Energie. Ein bisschen mehr Ausdauer noch. Noch so ein kleines bisschen mehr Ausdauer. Ich glaube, weiter als 30 muss ich aber wirklich nicht machen. Ach, geschafft, ey. Das ist sehr gut, muss ich sagen. Und wir sind nur mal angekommen. Wir reden erst einmal.
Fürst Mikella, vergib mir. Die Sonne wurde noch nicht verschluckt. Unsere Gebete reicht nicht an. Sind die Schattenlande beim DLC? Okay. Aber Kamerad bleibt seelenlos. Jetzt werde ich ihn nie sehen. Eure göttlichen Harlekbaum. Harlekbaum wieder links. Das ist er doch, oder? Ja, doch, das ist der Harlekbaum. Das ist noch nicht so groß. Das soll ein zweiter Erdenbaum werden. Da fehlt noch ein bisschen was. Wenn Mikella auf diese goldene Ordnung scheiße so keinen Bock hat und er so seine Schwestern hier heilen konnte. Sind die alle hier runtergesprungen, gestorben oder was? So, diese anderen, die rechte Hälfte, die haben wir ja von den Albinaurix bekommen. Irgendwie sind bei den Harlekbaum auch alle Wesen willkommen. Da wird nicht so unterschieden wie bei der goldenen Ordnung. Wo irgendwelche im Untergrund oder sonst wohin verbannt werden. Auch noch so eine Sache wahrscheinlich. Gut, ja, ne, da sind wir in dem Schneegebiet doch schon sehr weit vorangekommen. Da können wir direkt von der Kirche aus weitermachen. Ich werde vielleicht jetzt noch nicht das ganze Schneegebiet abschließen, ne, aber spätestens im nächsten Port. Wobei, eigentlich, der schafft jetzt doch noch. So viel ist es ja nicht mehr. Ja, ist ein Hund. Komm her! Nerviger Scheiße. Die Karte, ich markiere sie mir mal schnell. Ach, so, ne? Ja, ne, auf die hab ich keine Lust. Au! Ich sag da, ich habe keine Lust auf euch. Das sind ein paar Feuerschnecken. Was machen überhaupt die Uni hier? Okay, hier haben wir noch eine Gnade. Oh, der Hund will zu mir. Ich muss schon kurz ransetzen. Melina will nichts von mir. Wir schnetzen uns hier mal schnell durch, würde ich sagen. Ihr werdet alle zersäbelt. Und ihr wisst das noch nicht mal. Ja, was willst du dagegen machen? Gar nichts. Dieses Schloss, da war auch nicht viel drinne. Ich gucke mal auch zu diesem Feuerding, kann das sein? Ach, die Karte ist wahrscheinlich da oben. Schätze ich jetzt mal. Wenn meine Markierung unten ist. Ja. Der große wird nochmal ein großes Problem. Einfach übersprungen. Ich gehe schon. Ich hab gehofft, beide zu treffen. Ungefähr so. Ach, diesmal geht er doch hoch. Ist das ein bisschen nervig? Oh! Nein! Da! Stirb! Stirb! Ich krieg den nicht tot! Gut! Den sind wir los! Jetzt gehen wir da rein.
Ich hatte ein bisschen Panik. Muss ich hier durch? Flammenwächter. Oh, extra markiert. Gibt der mir irgendwas? Nö. Hat es einen roten Nah, aber das war's aber auch. Das ist eine Ratte. Wie komme ich da hoch? Noch eine Ratte? Ihr habt ein Rattenproblem. So, jetzt muss ich mal gucken, wo geht's denn hier lang? Hier ist ein Hund. Kann da rüber springen, aber will ich das? Können Sie eigentlich schon nicht mehr zurückkommen? Weil ich auch zu weit springen. Wir probieren's. Okay. Das klappt schon mal. Und jetzt? Okay. Ich kann einfach drum rumlaufen, so wie es aussieht. Ich hab gehofft, da geht's irgendwo hoch. Ja, wohl nie. Schon ein bisschen wenig, ne? Das hat so knapp überlebt. Jemand, Feuermelde, stopp seine Kapuze. So, wieder voll Heilung. Muss schon mal kurz da reingucken. Man kann da noch irgendwie hoch. Das ist ja offensichtlich. Aber wie? Ah, hier ist eine Leiter, ich sehe es. So kommt man hier hoch. Einfach die Leiter nehmen. Ob ich noch so einen Feuermensch finde? Der jetzt einen roten Namen hat, wie hier. Warum auch immer. Das ist der nächste weg. Niederschein 7. Ich bräuchte 8er. Ich meine, an sich wäre es jetzt nicht verkehrt, 7er zu finden. Aber davon habe ich ja schon. Alles. Das war jetzt ja nur ein 7er. Naja, gut. Da kann ich mich zufrieden geben. Ein paar Feuerblüten. Gut, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Schwingen wir uns unser Pferd. Und liegt noch was. Steinschallschlüssel. Ach, die davon sind schon Ruhe. Außer den. Wollte ich nur das mitnehmen. Was ist ein Schmetterling dabei? Okay. Ich muss funkeln, aber ich sehe es nicht. Wer weiß. Okay, über die Kette. Davon ist die Karte. Ja, laufen noch so ein paar Troll durch die Gegend. Die werde ich schon bald ignorieren. An sich kann ich doch hier noch echt. Ich habe schon noch ein. NPC-Kampf noch über. Warte gefunden. Ja, Mann. Das kann weg.
zu der Kirche oder so noch, da war noch ein Gegner und dann ist eigentlich schon der Hauptkampf. Die Trolle muss ich einfach ignorieren in dem Punkt. Vor allem wie klein die sind gegenüber die, die ja tot sind. Flammengipfel. Schließe ich mir doch noch heute das Gebiet ab, ne? Ist das nicht geil? Ja, die Raben, die lassen wir einfach in Ruhe. Die kämpfen gegen die Trolle hier ein bisschen. Was wollen sie es nur? Da hat die niedergebrüllt. So, der Kampf hier oben. Gar nicht so einfach. Er steckt jetzt schon ab. Weißt du was? Da kann man erstmal schnell noch die Knarre aktivieren. Er kommt! Ich will noch einen Drang reinziehen. Okay. So, der hat zwei Katanas, glaube ich. Okay, da kann ich so einen Reichweitenangriff. Genau den. Au. Au. Ich dachte, da müsste ich heilen, deswegen bin ich jetzt viel mehr drauf gegangen. Ja, den hätten wir. Erledigt. Oh, Kita-Maske. Das Schwert hat diese Fähigkeit. Heilige Träne. Wieder bessere Heilung. Das ist das Beste überhaupt. Flasche verstärken. Noch ein Level schaffen wir leider nicht. Schade, ich weiß. Aber wir hatten jetzt halt echt viele Level-Ups hier an dem Gebiet. Die Bosse gaben echt gut viele Erfahrungspunkte, so. Haben wir den Gebietsboss fertig, würde ich sagen. Wäre cool, schon eine Gnade oben finde irgendwo. Oh, ach nee, hier ist es schon. Riesige Hand. Irgendwie kann die Hand bekämpfen. Da oben kann aber auch noch was sein, oder? Will ich mir jetzt die paar Minuten Zeit nehmen? Hier ist noch eine Gnade. Ich will mal kurz da hoch gucken. Wie schaffe ich, dass die Hand da runter kommt? Echt mega groß, ey. Die habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, kommt zu glauben, dass ich die übersehen habe, aber. No. Oh, die ist schon halb tot. Da! Die ist echt belastend! Weil die gar nicht viel Schaden macht. Gut. 4000! Hätte ja mehr sein können. Das Play ist nur so rüber, okay. Wir laufen jetzt mal kurz hier rüber zu gucken, ob hier irgendwas ist. Es gibt zwei Eingänge, interessant. Ich kenne nur den einen. Ah, das ist noch so ein Baum. Ich bin nie hier rüber gelaufen.
schlimmere Motrolle. Goldene Seite. Haben wir eh schon maximal Flaschen erreicht. Eigentlich spricht uns gar nichts mehr. Ja, was hast du in der Hand? Der schläft eh noch. Da muss ich nicht extra für mich aufstehen. Das ist gar nicht notwendig. So, ich würde nur kurz zur Gnade gehen. Du wirfst einen mit Töpfen. Wir gucken nochmal. Die spawnen einfach in der Hand. Ey! Ich guck mir das nur an. So ist die Frage, ist mir gesperrt, so oben und unten lang zu laufen. Irgendwann wurde besiegt, ich habe Heilung gekriegt. Und nicht schlecht. So. Die Hand fehlt aber. Nee, da ist sie doch. Okay. Ich bin, glaube ich, immer hier oben reingelaufen. Na gut, da, unten rein, ist ja auch egal. Da oben ist ja auch schon eine Gnade, hätte ich gedacht, aber echt auch nie. Ob ich schon von der Kirche aus da losgeritten ist, weiß ich nicht. Okay, Bosskampf. Wer braucht denn den Heilungstrank? Der letzte Feuerriese. Ist das eine Sequenz wenigstens? Ich weiß es nicht mehr. Ich soll das mit den Pferden reiten. So viel dazu. Wenn ich immer nicht dran bin, dann geht's vielleicht. Ach du Kacke. Ich sehe nicht viel. Der kullert ein bisschen. Ah, war mal das rechte Bein da. Ich glaube, da geht er mehr Schaden, oder? Ist das mehr? Ich habe nicht drauf geachtet. Aber es ist mehr. Ja, immer schön langsam. Noch mehr Schaden. Lass mal kurz hier Ausdauer und... Oh, da kommt Blutschaden. Der ist weggekullert. Ja, nein. Diese Kugel verfolgt mich jetzt 5 Jahre. Ah, oh, die geht einfach hoch bei mir. Kein Feuerzauber. Okay, wir haben die Hälfte. Hat da ein Auge. Da hat man Schaden gekriegt. Warum ist eigentlich Elden Ring Boss immer irgendwas ausreißen? Ja.
Uah! Ich bin voll. Okay, ich komme zu dir. Da kommt Blutschaden, 5000 einfach so. Der hat zwei Kugeln gemacht, glaube ich. Nein! Ich habe bis jetzt nur eine Heilung verbraucht. Und das war am Anfang mit dem Pferd. Ist der gerade zusammengebrochen? Auch so regenerieren? Aua. Weißt du, das ist nie noch eine Heilung. Aua. Ich kann jetzt ja nicht kämpfen. Okay, in der zweiten Phase holt er. Fängt nochmal an, oder was? So, ich glaube den Hammer. Ach, genau ist doch. Und erledigt. Das ist ein relativ einfacher Bosskampf, finde ich. Ich will das Feuerriesen. 180.000. Ist 180.000 wert? Ich weiß es nicht. Ich hab's geschafft. Yeah, ich auch. Den könnte man früher mal schießen. Man konnte einfach über den Abgrund springen irgendwo. Es gibt ja irgendwo eine Position, da kann man mit dem Pferd rüber springen. Und das ist dann früher den Tod gelaufen. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Ich meine, das wurde rausgepatcht irgendwann mal. So, kriegen wir vielleicht zwei Level ab zustande? Das wäre mal. Ja, stell mal vor. Für den Aufstieg. Krieg nichts. Ernsthaft? Da krieg ich was. Ja, gut. Ich ein bisschen verschwendet, an nichts zu bekommen, aber. Also, so wenig, dass ich mal einen Punkt ausmacht. Wie viel brauche ich jetzt? Ich sollte vorher mal gucken, ne? 118.000. F6, das haben wir mehr als genug auf jeden Fall. Gehen wir jetzt was? Anwerden? Ja, jetzt geht noch Verteidigung noch, ne? Jetzt kriege ich auch hier zwei Punkte. Genau wie hier. Okay, wir machen eine Stärke 45, das ist das mein Ziel. Also drei Level ist eine Stärke und dann. Das glaube ich, das mal erwähnt. Ich kann noch ein bisschen Kondition machen und dann Arcanenergie endlich mal. Da oben ist noch eine Gnade. Na ne, wenn ich das mache, dann. Dann wird vielleicht Melina mich anquatschen. Weißt du was, wir machen jetzt hier Schluss einfach. An dem Punkt. Wir haben. Alle Fischgebiete erledigt. Das ist ja optional. Da könnten wir jetzt auch hin mittlerweile. Aber wir machen erst einmal das da oben. Dann kommen wir noch zum großen Dungeon. Und nach dem größeren Dungeon sind wir eigentlich schon kurz vor dem finalen Boss. Das sind ja noch drei Bosskämpfe hintereinander. Ja gut, beim ersten bin ich nicht sicher, ob es als Bosskampf noch erzählt. Ja, wir kommen mit guten Schritten voran, also. Dauert nicht mehr lange, dann haben. Na ja, gut, das dauert schon ein Stück. Wir haben ja noch Moog und Malenia. Wird noch ein bisschen dauern. Vor allem Malenia wird noch ein bisschen dauern. Das ist Gebiet doch größer als bei Moog, weil Moog sind wir schnell durch dann. Aber gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.